Wegen der Vermisst... Ja? Ich weiß, wo die Vermissten sind. Was hast du herausgefunden? Sie sind von einem Kerl namens Raven in einen fernen Teil der Insel Korenes verschleppt worden. Was gibt dir diese Gewissheit? Ich habe seine Befehle gelesen. Er lässt die Banditen der Umgebung für sich arbeiten. Hier. Gut. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich dachte schon, wir müssen uns damit abfinden, es niemals zu erfahren. Gut, dann haben wir Watras jetzt Bescheid gegeben, dass er weiß, was abgeht. Wir können uns dem Ring des Wassers anschließen. Weil das ja die Vereinbarung war, aber ich helfe trotzdem. Der Martin ist ja dafür zuständig. Hier dem Fernando eins vor die Latte zu knallen. Zeig mir deine Ware. Gute Reise, ehrwürdiger Magier. Tja, jetzt sind wir auf einmal kein Niemand mehr. Jetzt sind wir hier mal ordentlich Feuermagier. Ja, das kannst du aber mal glauben. Hey, du. Ich fasse es nicht. Du bist ins Kloster gegangen. Wie ist es da? Anders. Kann ich mir denken. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Wegen der verschwundenen Leute. Ach, erzähl mir nicht so was. Ich weiß, wo die vermissten Leute geblieben sind. Ach, der ehemalige Erzbaron Raven hat sie verschleppen lassen. Bist du sicher? Dann müssen wir sie da rausholen. Ich arbeite dran. Na gut, aber du weißt ja, wenn du meine Hilfe gebrauchen kannst... Dann weiß ich, wo ich dich finde, schon klar. Gut, super. Jetzt kann ich auch das Ornament zusammensetzen. Weil ein Portal... haben wir ja platt gemacht bei den Bauern. Das andere ist bei Loberts Hof. Allerdings hat die Miliz in die Paladine sich darum schon gekümmert. Und der Lord Hagen und das Ornament hat Lord Hagen. Das andere, da muss ich den Laris mitnehmen, um zu den Dingsbums zu kommen. Wegen des Waffenhändlers. Dann zeig mal her, was du hast. Diesen Degen habe ich bei den Banditen gefunden. Der Buchstabe F ist in den Knauf geritzt. Diese Liste der Lieferung von Waffen und anderen Dingen an die Banditen hier trägt die Unterschrift von einem gewissen Fernando. Ich denke, das reicht. Und dabei tut er immer so, als könne er kein Wässerchen trüben. Ich werde dafür sorgen, dass er seine Strafe absetzt, bis er schwarz ist. Reife Leistung, das muss ich schon sagen. Watras wird sich freuen über diese guten Nachrichten. Super. Das war keine große Sache. Gut, gehen wir auch direkt zu Watras und sagen ihm Bescheid, dass das auch alles läuft. Gehen wir aber erstmal mit Bromor hoch. Ich habe die Schale gefunden, die Lucia dir gestohlen hat. Großartig. Das wurde aber auch Zeit. Hier ist deine Schale. Danke, sehr großzügig von dir. Ja, passt schon. Kannst natürlich noch einen Finderlohn einfordern, dann Kohle oder so gibt er dir keine. Aber, jetzt kommt das große Aber, der lässt sich dafür mit der Lucia, Nadja mal umsonst hier, weiß schon, eine Runde pimpern. Tja, aber nein, wir sind ja Magier, das brauchen wir nicht. So, das Kraut brauche ich noch. Sieht jetzt alles schon ein bisschen anders aus. So, das interessiert keinen Schwanz, dass er hier rumgeistert.
Da ist das Paket mit Sumpfkraut. Das würde ich gerne Cypher bringen, weil ich kann damit nichts anfangen. Als Paladin oder als Miliz müssten wir das irgendwie aus der Stadt räumen. Bringt aber nichts. Ja, das bringe ich einfach Cypher, dann ist er glücklich und passt schon. Kann er mir wieder Zeug verkaufen. So, hier unten kann ich erstmal nichts mehr machen. Jetzt gehe ich erstmal nochmal zu Watras. Sag dem Bescheid. Ja, die Orgax, ja, schön auf dem Rücken gebunden. Das glaube ich dir, dass dir das gefällt. War das Ignaz, der mir die Stärke Dingsbums beibringt? Oder Konstantino? Hey, Elixier der Stärke. Boah, 20, das ist natürlich übel. 20 Lernpunkte, aber dafür könnte ich dann theoretisch 5x Kronstöckel und 5x Drachenwurzel. Das wären dann 5x 3 sind 15 Stärke. Wegen dieses Ich kenne den Händler, der den Banditen die Waffen liefert. Sein Name ist Fernando. Sehr gut. Hat Martin schon die nötigen Schritte eingeleitet, damit er keine Lieferung mehr tätigen kann? Ja, Martin wird dafür sorgen, dass er den Kerker sobald nicht mehr verlässt. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Heißt das, du wirst mich jetzt in den Ring des Wassers aufnehmen? Das war nicht unsere Abmachung. Und das weißt du genau. Möge Adanos da... Passt. Ich bin bereit, mich dem Ring des Wassers anzuschließen. Dann hast du Lord Hagen deinen... Nein, noch nicht. Dann beeil dich. Achso, stimmt. Ich muss erst die Nachricht überbringen. Bevor ich das mache, will ich aber noch mit... Will ich aber noch den Dingsbums suchen. Das hat er wirklich nicht verdient. Den... Ein kleines Gimmick. Alter, der muss ja echt schiffen wie ein Pferd, ey. Das hat er doch vorher gewusst. Hey Rupert, ich guck dir beim Pissen zu. Alter, du sollst doch zum Doktor gehen, das ist schon ein bisschen viel. Solltest nicht so viel Bier trinken, hä? Mensch. Junge, du strollst ja wie ein Pferd. Das ist bestimmt ein Gaul. Komm, lass mit dem in Ruhe stratzen. Das wäre mir auch unangenehm, wenn irgendein Priester auf einmal von links vorbeikommt und einem beim Stroller zuguckt und dann solche blöden Kommentare macht wie, Alter, du strollst ja wie ein Gaul. Na gut, wer an die Burgmauer strollern kann. Direkt neben der Stadtwache. Oh, I get it. Wir sind immer noch im Kapitel 1. Da passiert nichts. Wurde nämlich schon gemacht. Hallo Kavalon. Ich habe Watras deinen Brief gegeben. Aber auch nichts anderes. Suchst du etwas? Ist das so offensichtlich? Ja, ich habe von den Wassermagiern den Auftrag, nach irgendwelchen verlorenen Ornamenten zu suchen. Trifft sich gut. Ich habe den gleichen Auftrag von Nefarius bekommen. Gehörst du also zum Ring des Wassers? Noch nicht, aber ich arbeite dran. Das freut mich. Dann muss ich das hier nicht alleine machen. Hast du schon ein Ornament gefunden? Ich habe die Stelle gefunden, an der wir eins finden sollten. Dieser Steinkreis könnte eins dieser Bauwerke sein, die Nefarius beschrieben hat. Jetzt müsste man nur noch den Mechanismus finden, nach dem wir suchen sollen. Ich habe den Mechanismus betätigt. Da tut sich rein gar nichts. Dann haben Lobards Bauern wohl recht gehabt. Sie haben erzählt, dass jemand von ihnen schon mal an den Steinen hier herumgespielt hat. Ein Steinwächter sei wie aus dem Nichts erschienen und hätte sie angegriffen.
Die Bauern riefen die Miliz, die Milizsoldaten riefen die Paladine, die kamen auch und zerstörten das Monstrum. Ich habe schon die ganze Gegend abgesucht. Wenn es hier ein Ornament gegeben hat, dann haben es jetzt die Paladine. Dann werde ich zu Ihnen gehen und das Ornament zurückfordern. In Ordnung. Ich werde jetzt in die Stadt gehen. Wir sehen uns bei Vatras. Gut. Alles klar. Hallo, Lobart. Du alter Haudegen. Kennst mich noch? Ich hab mal für dich Rüben gepflückt. Und jetzt bin ich Magier. Nee? Okay. Tekla, du bist doch bestimmt so lieb und gibst mir einen Dingsbums. Einen Eintopf. Oder? Hey. Hilda, Entschuldigung. Du hast doch sicher genug Geld, um in der Stadt etwas... Oh, ich will aber deinen Eintopf. Der ist lecker. Menno. Alles muss man selbst machen. Kaum sieht man nach was aus, schon sind die Leute unfreundlich. Dafür habe ich dir 20 Rüben gebracht, damit du die Kerle hier mästen kannst. Warum mästest du mich nicht? Hilda. Mensch, das ist gemein. Ich gebe dir auch Geld. Kannst du gerne haben. Naja, gut, dann ist das so. Ich weiß nicht, ob wir uns mit den Snappern schon anlegen könnten. Es gibt durchaus noch ein paar Sachen, die ich abräumen könnte. Erstmal speichern. Ich muss jetzt erstmal hoch. Ich werde jetzt noch nicht das Dingsbums verlassen, aber ich muss jetzt hier rein. Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Ich glaube nicht, dass ich daran... Also. Der sagt ein paar Sachen. Wenn du Söldner bist, sagt er so, ja, dann geh mal hin, aber wir beobachten dich. Wenn du sagst, ich bin ein angesehener Bürger von Korinnes, lass mich durch, sagt er, ich weiß nicht, warum die Meister, was die Meister von Korinnes bewegt hat, dich aufzunehmen, ich will es gar nicht wissen. Wenn du bei der Miliz bist, sagst du, ey, Lord André hat mich bei der Miliz aufgenommen. So, oh, dann kannst du ja gar nicht so ein schlechter Kerl sein. Und jetzt, da wir aber Magier sind, können wir dem drohen. Du wagst es, dich einem Vertreter Enos in den Weg zu stellen? Nein. Natürlich nicht. Der Zugang steht den erwählten Enos frei. Ich aber auch hoffen. Enos für diesen Frevel. Ja, Erwählter. Und da oben der, der uns die ganze Zeit auch so verarscht hat. Tja. Ah, du schon wieder. Du hast es also tatsächlich geschafft, ins obere Viertel zu kommen. Wo hast du diese Robe her? Ich habe die Prüfung des Feuers abgelegt. Unfassbar. Dann ist es wohl Innos Wille, was hier geschieht. Es gibt einige Dinge, die du hier beachten musst. Sonst bist du so schnell wieder draußen, wie du hier reingekommen bist. Es ist dir nur erlaubt, die Häuser der Händler zu betreten. Du erkennst sie an den Schildern über der Tür, nur damit keine Missverständnisse entstehen. Die anderen Häuser gehören angesehenen Bürgern. Dort hast du nichts zu suchen. Auch wenn du jetzt ein Angehöriger des Ordens Innos bist. In diesem Viertel leben die angesehensten Bürger dieser Stadt. Also behandle sie mit Respekt. Haben wir uns verstanden? Klar. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich habe für so etwas keine Zeit. Weißt du etwas von einem Steinwesen beim Steinkreis von Lobarts Hof? Allerdings, wir haben es zerstört. Es hat die anliegenden Bauernschaften bedroht. Warum fragst du? Ich suche ein metallisches Bruchstück von einem Ringornament. Es müsste irgendwo bei Lobarts Steinkreis gewesen sein. Ja, es gab sowas. Das Steinwesen hatte es bei sich. Ich hielt es für eine Rune der Magie. Ich habe es Lord Hagen übergeben. Ich weiß nicht, ob er es noch hat. Okay. Findest du das normal? Das mit diesem Steinmonstrum, meinst du? Soviel ich weiß, kümmern sich die Wassermagier darum. Ich denke nicht weiter darüber nach. Wir haben unsere Aufgaben hier in der Stadt und im Minental. Schon klar. Gut. Tja, die reden jetzt ganz anders da. Das ist aber auch ganz cool. Ich will erst nochmal hier hinten zum Gärtner. Was machst du hier? Was glaubst du? Ich bin Gärtner. Ich kümmere mich um den Garten. Du bist hier ziemlich alleine, was? Ja, und das soll auch so bleiben.
Ich bin froh, dass ich hier meine Ruhe habe. Damals, da habe ich einen Kerl umgelegt und sie wollten mich in die Strafkolonie bringen. Aber Larius, der Statthalter, brauchte noch einen Gärtner. Und deshalb konnte ich hier bleiben. Dieser Garten ist mit der Zeit mein Zuhause geworden. Und ich bin zufrieden damit. Das ist doch schön. Baust du auch Pflanzen an? Wenig. Ich habe Feuerkraut und Feuernesseln angebaut. Habe auch mal Sumpfkraut probiert, aber das wächst hier nur mäßig. Naja, ich habe gerade geerntet. Also, wenn du was kaufen willst. Zeig. Feuernessel, Feuerkraut. Nee, brauche ich nicht, danke. Ich habe genug von dem ganzen Kram. Ich müsste mal langsam mich irgendwo hinlegen. Halt! Nur Männer, die im Dienste des... Ich bin ein Magier des Feuers. Ja, natürlich. Verzeih mir, Erwählter. Aber ich erfülle hier nur meine Pflicht. Gut. Ja, hier ist mal ganz schnell Ruhe. Ich habe schon von dir gehört. Lothar hat mir berichtet, dass du mich sprechen willst. Du bist der Fremde, der das Auge Inos gefordert hat. Ich bin Lord Hagen, Paladin des Königs, Streiter unseres Herrn Inos und oberster Befehlshaber von Korinis. Ich habe viel zu tun. Also verschwende nicht meine Zeit, sondern sag mir, warum du hier bist. Die Armeen des Bösen versammeln sich ganz in unserer Nähe, im Minental. Im Minental? Wir haben eine Expedition dorthin entsandt. Wir kennen ebenfalls Berichte, die besagen, dass der Pass dorthin von Orks besetzt ist. Aber von einer Armee des Bösen ist bisher nichts zu mir vorgedrungen. Was für eine Armee soll das sein? Es sind Drachen, die Scharen von Dienerkreaturen um sich versammeln. Drachen? Laut der alten Schriften ist es viele Jahrhunderte her, dass Drachen das letzte Mal gesichtet wurden. Sag mir, warum sollte ich deinen Worten Glauben schenken? Wahrscheinlich, weil ich Feuermagier bin und du mir unterstellt bist. Die Frage ist, kannst du es dir leisten, mir nicht zu glauben, wenn ich die Wahrheit sage? Solange ich keinen Beweis habe, kann ich mir nicht leisten, noch mehr Männer dorthin zu schicken. Ich suche ein metallisches Ornament. Es müsste am Steinkreis bei Lobards Hof gewesen sein. Wenn du dieses Teil hier meinst. Wir hatten den Verdacht, dass es eine magische Rune ist, aber das Ding ist völlig wertlos. Von mir aus kannst du es haben. Okay. Was weißt du über das... Es ist ein göttliches Artefakt. In den alten Prophezeiungen wird es im Zusammenhang mit Drachen erwähnt. Doch die Schriften sagen auch, dass nur ein erwählter Inos es tragen kann. Ich bin ein erwählter Inos. Dann wird es dir vielleicht möglich sein, das Amulett anzulegen. Ich soll dir also einen Beweis bringen. Gleich fängt das zweite Kapitel an. Überquere den Pass und mache dich auf den Weg ins Minental. Suche dort nach der Expedition. Und wenn du sie gefunden hast, sprich mit Kommandant Garond. Wenn jemand weiß, wie die Situation vor Ort ist, dann er. Falls sich deine Worte bestätigen, dann bin ich bereit, dir zu helfen. Das heißt, du wirst mir das Auge Inos aushändigen. Das Auge Inos. Gut. Bring mir den Beweis, dann sorge ich dafür, dass es dir gestattet wird, das Amulett anzunehmen. Dann kann ich sagen, ich habe dein Wort in dieser Sache. Das kannst du, wenn du hast es. Wie soll ich über den Pass kommen? Ich gebe dir den Schlüssel für das Tor am Pass. Doch du wirst deinen Weg durch die Möge Inos... Kapitel 2. Rückkehr in die Kolonie. So, ich will mal speichern, weil ich nicht glaube, dass... Ne, alles gut. Okay. Warum? Wir sind in wichtiger Mission für das Königreich unterwegs. Unser Befehl kommt direkt von König Roba. Ich sagte dir, dass wir eine Expedition ins Minental geschickt haben. Sie ist der Grund unserer Anwesenheit. Was machen deine Männer im Minental? Na schön. Da du ohnehin dorthin gehen wirst, kann ich es dir ebenso gut verraten. Der Grund dafür ist das magische Erz. Es ist von kriegsentscheidender Wichtigkeit. Ohne genügend Waffen aus magischem Erz hat die Armee des Königs nicht die geringste Chance gegen die Elitekrieger der Orks. Die Erzminen hier auf der Insel sind die letzten, zu denen wir noch Zugang haben. Sobald unser Schiff voll mit Erz beladen ist, werden wir aufs Festland zurückkehren. Dann steht der Krieg mit den Orks schlecht. Ich habe dir schon zu viel verraten.
Laut der mir vorliegenden Berichte ist das Minental ein gefährlicher Ort. Du solltest dich gut ausrüsten, bevor du losziehst. Kann ich von dir lernen? Ich unterweise nur die... Alter, ich bin euer Vorgesetzter, ihr Lappenjungs. Albrecht. Kannst du mir was beibringen? Ich unterweise... Da war alle so einen kleinen Schatten. Naja, ist egal. Kriegen wir schon hin. Jetzt will ich nochmal kurz hier hinten hin. Hey du. Mein Name ist Lutero. Ich handle mit den verschiedensten Sachen. Welche Ware bietest du an? Nun, vor allem seltene und ausgefallene Dinge. Bisher ist es mir immer gelungen, die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen. Suchst du bestimmte Gegenstände? Ja, für meinen derzeitigen Auftrag benötige ich die Krallen eines Snappers. Aber keine einfachen Krallen. Es muss schon was Besonderes sein. Die Krallen einer mächtigen Bestie, die viele Männer getötet hat. Oder etwas derartiges. Wo finde ich Snapper? Es gibt ein paar hier auf der Insel, die meisten hausen jedoch im Minental. Und was springt für mich dabei raus? Ich kann dir einen Runenstein besorgen. Ich werde mal sehen, was ich... Zeig mir... Kohle... Trank der Geschwindigkeit... Doppelblock, die sind eigentlich ziemlich geil, die Bücher, aber schweineteuer. Gletscherquarz... Geweihtes Wasser... Nee, der hat nichts Besonderes. Warte mal, vielleicht kann ich ihm irgendwas Besonderes verkaufen. So, was haben wir denn hier alles für ein Müll? Sechsmal die Säge, super. Fünf Stängel Sumpfkraut. Eine Zange. Eine Hacke. Das da. Die Innos-Statue, die will ich woanders da abgeben. Super. Ja, ich weiß. Willkommen, mein Angebot ist groß und meine Ware günstig. Und ich verkaufe weitaus bessere Tränke als dieser Zuris. Zeig mir deine Ware. Es ist mir eine Freude, ihr... Oh, Feuerregen, guck's dir an. Übel. Aber so viele Sachen hat er jetzt nicht. Die Händler haben mit dem Kapitelumschwung auch wieder neue Waren. Deswegen will ich gleich mal gucken, was ich hier so finden kann. Aber so viele Händler gibt es ja eigentlich gar nicht. Könnten wir die Statue wieder polieren? Die sieht ja aus wie Sau. Du gehst mir nicht pullern. Ich muss mich für meine bescheidene Auswahl entschuldigen. Ein Mann eurer Position ist sicher Besseres gewohnt. Na, du hast nichts Besonderes. Scheiße, ich dachte, jetzt noch ein paar Äpfel. Zeig mir deine Ware. Du hast auch nichts Besonderes. Ich könnte eigentlich hier hingehen, das schwarze Teufel brauche ich nicht mehr. Du bist ins Kloster gegangen, ne? Ich hoffe, sie lassen dich oft genug raus, damit du mir regelmäßig Fälle bringen kannst. Ich habe hier ein paar... Schafsfell? Du hast doch nicht etwa bei irgendeinem Bauern die Schafe auf der Weide abgeschlagen? Nein, die habe ich gefunden. Würde mir nie im Traum einfallen. Wolfsfell, das ist gut. Fell von Wargen. Zähe Biester sind das. Ah! Sogar das Fell eines Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Was zur Hölle ist das für ein Fell? Das habe ich einem Troll über die Ohren gezogen. Das ist ein halbes Vermögen wert. Sogar das Fell eines schwarzen Trolls. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zum... Jo, jetzt bin ich wieder rein. Alter, 2000 Kohle. Übel, übel. Nicht schlecht. Warte mal, Torben. Wenn ich noch will.
Die Träne nehme ich mal mit. So, wollen wir mal gucken, was der Zuriss mir so verkaufen kann. Vielleicht hat er ja einen der Konstantin, Entschuldigung. Zeig. Heilpflanze, Heilkraut, Feuernessel. Ist natürlich auch ganz geil, ne? Weißt du was, das mache ich nämlich. Mache ich auch mal. Ich habe hier einen Ring gefunden, okay. Zeig mir. Warum kostet das 1500? Das ist übel, aber das lohnt sich, glaubt mir. Weil dann können wir nämlich jetzt hier auch diese Dinger herstellen. Reines Mana, reine Lebensenergie ist nicht verkehrt. Degen der Banditen brauche ich nicht mehr. Großes Breitenschwert. Aber so richtig viel sind die Dinger auch nicht wert. Holzfäller-Axt kann weg. Was haben wir hier? Feuerring. Ring der Geisteskraft. Oh, Ring der Unbesiegbarkeit ist natürlich sehr nice. Okay, Ring des Holzes, den behalte ich mal an. Dann verkaufe ich nämlich den Ring. So, da will ich mal gucken. Müsste ich jetzt eigentlich herstellen können. Zurück. Heiltrank. Ja, Essenz. Heiltrunk. Können wir nicht aus drei Essenzen nämlich diesen Heiltrank machen. Also wir haben viermal reine Lebensenergie. Gucken wir mal. Ja, perfekt. Und dann können wir dem das nämlich gleich wieder verkaufen. Aber ich glaube, viel gibt er uns nicht dafür. Perfekt, super. Gut, jetzt können wir uns die stärksten Heiltränke brauen. Ist eigentlich gar nicht mal verkehrt. Ich habe eine Botschaft für Meister Iskarov. Wenn du diesen Weg für mich gehst. Ich mach's. Gut, dann nimm die Botschaft und wähle eine dieser Spruchworte. Wenn du die Botschaft überbracht hast, Eispfeil, Heilung, Lichtzauber. Gib mir den Eis gut. Ich bin bereit, mich dem Ring... Dann hast du dort... Ja, aber er hat mich ins Minental geschickt. Du musst entscheiden, was du als nächstes tun willst. Mir war nur wichtig, dass er die Nachricht erhalten hat. Jetzt liegt es an ihm, zu handeln oder auf deinen Beweis zu warten. Was dich betrifft, du hast bewiesen, dass du unverzichtbar für uns bist. Du sollst zu unseren Kindern gehören und in unserem Namen in die Welt hinausgehen, um Adanos Wille zu vollbringen. Ich übergebe dir deinen Ring des Wassers. Du bist der erste Magier des Feuers, der zu unseren Kindern gehört. Darüber freue ich mich besonders. Adanos möge dich schützen. Geh nun hin und triff dich mit deinen Brüdern. Alles klar. Wir werden dich in der Taverne zur Toten haben. Die Taverne wirst du kennen. Vergiss nicht, deinen Ring zu tragen. Coole Sache.
Okay, wir kommen gut voran. Erkennung, sie gehört Laris, sie gehört mir. Ups, Entschuldigung. Adanos aber sah, super, wunderbar. Dass so nichts sein konnte. Kein Licht und keine Dunkelheit. Das Mikrofon geht mir manchmal ein bisschen auf den Sack. Da bist du ja wieder. Harad hat endlich das Heil. Naja, passt schon. So viel Kohle habe ich jetzt auch nicht. Vielleicht hat der irgendwas Besonderes im Angebot. Stellst du deine Tränke selbst, ja? Nein, er kommt immer bei mir vorbei. Wo genau sammelt Konstantino seine Kräuter? Er geht immer durch das östliche Stadttor hier und verschwindet dann nach links in die Wildnis. Er hat mal erzählt, dass in der Gegend dort so ziemlich alles wächst, bis auf Kronstöckel. Hat Konstantino auch erzählt, wo man Kronstöckel findet? Ich habe ihn mal sagen hören, dass das Zeug in der Nähe von Steinkreisen wächst. In der Nähe von Lobards Hof, das ist der Hof draußen vor dem anderen Stadttor, ist einer dieser Steinkreise. Er liegt auf einem Hügel, glaube ich. War mal ein Grab oder sowas. Zeig mir das. Oh, Elixier der Stärke kostet 800. Oh, das hätte ich so gerne. Ledergürtel kann weg. Was habe ich denn hier für Ringe? Feuerring, Geisteskraft, Amulett des suchenden Irrlichts. Oh. Erzbrocken brauche ich nicht. Silber, goldener Kelch, Blutkelch, das da. Ah, scheiße. Ich kann das alles eigentlich gebrauchen. Von daher... Fuck. Habe ich noch? Nee, ich habe die jetzt alle. Ach, scheiße. Gut, dann ist das so. Hey, du. Du hast nichts Besonderes. Gut. Ich hätte gerne den Stärketrank. Ich meine, an sich ist es kein Problem. Wir kommen später noch richtig an Kohle ran. Aber es wäre schon geil, wenn wir das jetzt hätten. Lass mich kurz überlegen. Steinkreisen. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwelche Kronstöckel getriggert sind. Naja, ist ja auch egal. Wir haben eigentlich genug Kohle. Einhandkampf, Stärke. Hm. Eigentlich müsste ich... Stimmt, es gibt ja jetzt überall Respawn. Das könnte ich ja eigentlich mal alles absuchen und gucken, ob ich da noch irgendwas machen kann. Vielleicht wirkt's ja. Auch von den Kräutern her gibt's auch wieder was Neues. Auch wenn sich das alles so ein bisschen in Grenzen hält. Nein! Da hat das Spiel jetzt einen Hänger. Ich hoffe, die Aufnahme verkackt mir nicht. Lag. Ich glaube, das war schon immer ein Problem des Spiels. Dass es jetzt richtig anfängt zu ruckeln und sich nicht mehr fängt. Macht aber nichts, dann kann ich wenigstens nochmal speichern.
So, wollen wir mal gucken. Gut, gespeichert habe ich, dann beende ich einfach mal den Part und hoffe, dass es noch weiterläuft.